Derzeit freut sich der Schweriner Zoo über Nachwuchs. Faultierdame Amy hat am 1. August ein Jungtier zur Welt gebracht. Das Geschlecht ist noch unbekannt. Es ist aber gesund und munter. Für Amy ist es das zweite Jungtier. Das letzte bekam sie vor 3 Jahren. Für den Vater ist es das 11. Nachkommen. Im Humboldt-Haus leben 2 Fingerfaultiere. In der Natur leben sie in Bäumen tropischer Regenwälder in Mittel- und Südamerika. Die 2-Finger-Faultiere gelten als nicht gefährdet. Das 2-Finger-Faultier ist noch nicht bedroht, noch nicht, weil die Situation ist ja hinlänglich bekannt, dass Regenwälder massiv abgeholzt werden. 2-Finger-Faultiere leben eben in Regenwäldern, das heißt, durch den Lebensraumverlust besteht natürlich auch das Risiko, dass diese Tierart irgendwann bedroht ist. Es gibt bereits bedrohte Faultierarten, also zum Beispiel bei den 3-Finger-Faultieren gibt es zum Beispiel das Zwergfaultier, das ist inzwischen sehr stark bedroht, eben durch diesen Lebensraumverlust. Faultiere sind überwiegend Pflanzenfresser. Sie ernähren sich von Blättern und Früchten. Im Humboldt-Haus sind ihre Leibspeise gekochte Kartoffeln. Ausgewachsen sind die 2-Finger-Faultiere zwischen 54 cm und 86 cm. Da hat der kleine Nachwuchs noch einiges vor sich.